Ja, der KI-Campus ist ein Verbundprojekt, das gemeinsam umgesetzt wird vom Stifterverband. Ich vertrete den Stifterverband, auch Mike Bernd vertritt den Stifterverband. Wir organisieren die Geschäftsstelle, die in Berlin angesiedelt ist, haben aber auch großartige Partner, insbesondere Konsortialpartner. Für die Fachexpertise ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zuständig. Das Hasso-Plattner-Institut ist dabei mit dem LMS. Dann haben wir noch NeoCosmo, zuständig für unsere Website, und das MMB-Institut, das die Begleitforschung des KI-Campus in seiner dreijährigen Pilotphase verantwortet. Der KI-Campus, Mike hatte es schon angesprochen, ist Ende 2019 gestartet, damals direkt mit einer ersten Wettbewerbsausschreibung, ohne dass man wusste, was eigentlich daraus wird. Die Grundlage des KI-Campus war zunächst die KI-Strategie der Bundesregierung. Da wollte man eine Lehr-Lern-Plattform künstliche Intelligenz schaffen. Und seit kurzem sind wir auch Teil der Datenstrategie der Bundesregierung. Wir sind damit beauftragt, in einer Pilotlaufzeit von zunächst 3 Jahren bis Ende 2022 Gelingensbedingungen für eine Lernplattform für künstliche Intelligenz zu erproben, und das mit möglichst vielen Partnern und innovativen Akteuren wie Sie, die heute hier auch dabei sind. Wir wollen damit im Endeffekt 2 zentrale Zielsetzungen erreichen. Wir wollen für KI-Kompetenzen in der Breite begeistern. Wir wollen, dass in der Breite bei Menschen Unsicherheiten abgebaut werden, man mündig im Umgang mit KI wird. Wir wollen gleichzeitig auch für ein Berufsfeld begeistern, einen Einstieg ermöglichen in einer fachlichen Vertiefung, ob das Automated Machine Learning oder Robotikbereiche sind, für Menschen, die schon einen informatischen Hintergrund haben, aber eben noch auf der Suche nach der geeigneten KI-Vertiefung sind. Das machen wir über 2 zentrale Ansätze. Einerseits entwickeln wir eigene Lernangebote. Wir nennen das inzwischen KI-Campus Originale, über Wettbewerbe, Kooperationen und auch andere Partnerschafts- und Dienstleistungsmodelle. Und andererseits sagen wir auch immer wieder, man muss das Rad nicht neu erfinden. Auch andere haben großartige Ideen, und wenn es schon einen tollen Kurs, einen tollen Podcast oder ein tolles Video zu einem bestimmten Thema gibt, dann brauchen wir das nicht nochmal zu produzieren, sondern suchen wir das und machen es auf unserer Seite verfügbar, basierend auf klaren Auswahlkriterien. Unter anderem, das werden Sie, wenn Sie sich den Wettbewerb angeschaut haben, schon festgestellt haben, ist die Offenheit der Lernangebote ein Kernkriterium. Und das ist, denke ich, auch etwas, was den KI-Campus ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir uns schon vor Beginn dieses Projekts auf Leitprinzipien geeinigt haben, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Projektlaufzeit durchziehen und durchziehen müssen, in einer gemeinsamen Verantwortung des KI-Campus-Konsortiums mit seinen Partnern. Ich will hier nur 2 herausgreifen. Das erste Leitprinzip einer Interoperabilität und einer starken Kooperationsorientierung ist wichtig in einem übergreifenden Bildungsökosystem, in Zeiten der Corona-Pandemie vermutlich stärker als je zuvor. Und andererseits haben wir von vornherein gesagt, alles, was wir mit öffentlichen Mitteln entwickeln, ob das jetzt Bildungsinhalte oder Bildungstechnologien sind, sollte offen lizenziert sein. Das heißt, alles, was wir als Inhalt entwickeln, unterliegt einer Creative Commons Lizenz. Alles, was wir an Technologien entwickeln, ist oder wird sukzessive auch unter den jeweils passenden freien Lizenzen verfügbar gemacht. Der KI-Campus hat als Zielgruppen ein relativ breites Spektrum. Das werden Sie auch festgestellt haben, wenn Sie schon mal auf dem KI-Campus unterwegs waren. Unsere Kernzielgruppe sind Studierende. Das liegt schlicht und einfach daran, dass wir einen hochschulischen Hintergrund haben, auch mit der Beauftragung durch das BMBF. Es fördert uns das Referat für Studium und Lehre. Wir haben aber von Anfang an gesagt, ein digitales Bildungsökosystem zu KI muss den Bereich der berufstätigen Orientierung, der Weiterbildung und das lebenslange Lernen im Allgemeinen umfassen. Das heißt, alle Lernangebote, die offen verfügbar sind, sind natürlich erst einmal auch für jegliche Zielgruppe verfügbar. Wo wir sagen, dass unsere Grenze ist, ist nach unten im Sinne einer Kompetenzstufe eben das schulische Lernen. Unsere Zielgruppe, das ist vielleicht auch eine Frage, die sich der eine oder die andere gestellt haben wird, unsere Zielgruppe im Bereich Schule sind eben explizit nicht Schülerinnen und Schüler als Lernende, sondern Lehrkräfte als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für das Klassenzimmer. Wir haben seit dem Start des KI-Campus
Über 30 Lernangebote in Planung gebracht mit den unterschiedlichsten Partnern, sind inzwischen über 25 Institutionen. Davon ist ein Teil schon verfügbar. Ein Großteil ist aber derzeit auch noch in Entwicklung. Im ersten Wettbewerb, der vor über einem Jahr ausgeschrieben wurde, sind einige Projekte zum Beispiel auch erst im Januar 2021 gestartet. Je nach Projektgröße und Hochschulgröße dauert sowas ja auch manchmal ein bisschen länger. Nicht in dieser Wettbewerbsrunde, aber darauf werden wir später zu sprechen kommen. Was für uns ganz wichtig ist in Bezug auf sogenannte innovative Lernangebote, was auch immer das bedeuten mag, ist, dass wir gesagt haben, Online-Kurse und Blended Learning-Szenarien basierend auf Kursen sind für uns schon der Kern dessen, was wir tun und was wir entwickeln. Die haben eine Daseinsberechtigung, die haben bestimmte Mechanismen zur Qualitätssicherung im hochschulischen Bereich, die wir sehr, sehr gut kennen und auf den digitalen Bereich schon seit Jahren übertragen. Aber entsprechend der unterschiedlichen Bedarfe und Kompetenzanforderungen, es ist absolut notwendig, auch andere Formate, Lernformate in den Fokus zu nehmen. Und das beginnt eben zum Beispiel bei einem gut gemachten zweiminütigen Video, geht über einen längeren Podcast. Mike Berndt, der hier dabei ist von unserem Team, hat letztes Jahr mit der Charité Berlin eine Podcast-Reihe Dr. Med KI ins Leben gerufen, die inzwischen zu einem Kursangebot weiterentwickelt wurde. Und das ist für uns zentral. Es muss nicht immer gleich das große Kursangebot mit einem definierten Workload von 250 Stunden im Fokus stehen, sondern man kann bestimmte Kompetenzanforderungen auch erst einmal durch einen Start mit kleineren Formaten angehen. Und das ist sicherlich auch spannend für diejenigen von Ihnen, die jetzt dann eine Ideenskizze für die relativ kurze Projektphase des zweiten Wettbewerbs einreichen. Gleichzeitig sind wir aber auch sehr optimistisch und selbstbewusst zu sagen, mit den großartigen Partnern, die im Hintergrund des KI-Campus stehen, den Universitäten, den Weiterbildungseinrichtungen, den Forschungseinrichtungen, glauben wir auch, themenspezifische Module entwickeln zu können. Haben wir auch bereits im ersten Wettbewerb, der durch das BMBF gefördert wird, Micro-Degrees enthalten, zum Beispiel im Bereich der beruflichen Bildung, im Bereich KI und Entrepreneurship und anderen, und glauben, dass genau dieses Spektrum das Spannende ist, was auch für den Kontext des akademisch orientierten Lernens im übergreifenden lebenslangen Kontext von Relevanz ist. Ich hatte bereits die offene Lizenzierung erwähnt. Creative Commons CC BY-SA 4.0 ist die Lizenz, die wir standardisiert nutzen und die auch Voraussetzung für eine Förderung im Rahmen des Wettbewerbs ist. Der KI-Campus hat ein Portfolio an Lernangeboten zu unterschiedlichen Schwerpunktbereichen. Einerseits berufsfeldorientierte, andererseits KI-spezialisierungsorientierte Bereiche. Das haben wir auch dargestellt im Wettbewerb, was wir uns da besonders wünschen im Moment. Sie werden hier auch eine gewisse Anknüpfungsperspektive sehen. Wir haben Grundlagen der KI und Datenkompetenzen als einen Schwerpunkt im ersten Jahr entwickelt. Wir haben den Bereich Schule fokussiert mit ersten Unterrichtskonzepten, die dort mit aufgegriffen werden, zum Beispiel durch Angebote der jungen Tüftler. Und wir haben einen besonderen Bedarf im Bereich der Medizin erkannt. Ein zusätzliches berufspraktisches Anwendungsfeld, das wir jetzt stärker vertiefen wollen, ist die Industrie 4.0, also ein Fokus auf die Ingenieurswissenschaften insbesondere, wo wir sehen, da ist vor allem noch eine besonders große Lücke im Portfolio des KI-Campus. Der KI-Campus ist, das hat Mike Berndt schon angesprochen, vor einem Dreivierteljahr online gegangen. Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten haben wir nicht gesagt, Corona kommt, wir müssen nach hinten verschieben, sondern wir haben uns im Frühjahr 2020 zusammengesetzt und uns überlegt, wie wir dem zu erwartenden Digitalisierungsschub da mitgehen kann und den KI-Campus lieber halbfertig launcht, anstatt lange im stillen Kämmerchen vor sich hin zu programmieren und zu entwickeln. Deswegen ist der KI-Campus als Beta-Version seit Juli 2020 verfügbar und wird sukzessive weiterentwickelt durch uns, durch das Konsortium und natürlich basierend auf dem Feedback der Pilot-Nutzerinnen und Nutzer. Wir haben auf dem KI-Campus, nur um da kurz Zahlen zu nennen, 2000 registrierte Lernende im LMS. Über 10.000 Lernende haben auch ohne Registrierung Lernangebote, Videos, Podcast, KI-Campus Spezial aufgerufen. Es hat sich also absolut gelohnt, nicht wie ursprünglich geplant erst Ende März, also jetzt,
live zu gehen 2021, sondern einfach mit kleineren, niedrigschwelligeren Angeboten letztes Jahr zu starten. Der KI-Campus ist im Endeffekt in zwei zentrale Säulen unterteilt. Einerseits das Portal des KI-Campus, in dem wir Lernangebote sichtbar machen über eine einfache Kachelstruktur. In diesem Portal, das ist eine Drupal-basierte Website, haben wir drei Kernformate integriert: Kurse, Videos und Podcasts, die man entweder direkt im Portal aufrufen kann oder man wird aber auf einen externen Link weitergeleitet. Dort ist auch markiert, ob etwas selbst produziert ist oder ob etwas fremdproduziert ist und wir das einfach toll finden und deswegen sichtbar gemacht haben. Gleichzeitig haben wir mit dem OpenHPI LMS, ein LMS des KI-Campus, das übrigens im Rahmen dieses Projekts auch Open Source geht, das ein klassisches Learning Management System ist mit einer bestimmten Organisationsstruktur, einer Ansicht für Erstellende von Kursen und das eben einem relativ klassischen Online-Kursmodell entspricht. Über eine Single Sign-On-Lösung, eine Schnittstelle, kann man hier relativ nahtlos aus der eigentlichen Website in das LMS hinübergehen. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben im KI-Campus, melden Sie sich gerne mal an und schauen Sie sich das einfach an, wie hier die Übergänge erfolgen. Wir wurden relativ kurzfristig Ende letzten Jahres vom Bundeskanzleramt angesprochen, ob wir nicht eine Initiative des Deutschen Volkshochschulverbandes mit unterstützen wollen. Stadtland Datenfluss ist eine App, die Teil der Initiative Digitale Bildung des Kanzleramts und des BMBF ist. Und der KI-Campus hat hier spontan und agil in nur 3 Monaten eine neue Online-Kursform ausprobiert. Wir haben direkt in die Website des KI-Campus einen Kurs integriert, der dieses Kachelprinzip weiterentwickelt hin zu einer Kursstruktur, die unterteilt ist in viele kleinere Lerneinheiten. Das KI-Campus Spezial Stadtland Datenfluss ist also im Endeffekt ein weiteres Online-Kursformat, das eben nicht im LMS OpenHPI erfolgt, sondern direkt auf der Website und das man sowohl mit als auch ohne Anmeldung absolvieren kann. Wenn für Sie von Interesse ist, hier gegebenenfalls auch einen Ansatzpunkt zu sehen für Ihre eigenen Ideen, dann würde ich Sie bitten, das nochmal gesondert mit Herrn Bernd zu besprechen. Das sollte eher die Ausnahme als der Regelfall sein, weil es ein deutlich höherer Entwicklungsaufwand für uns ist. Aber wir finden das sehr spannend. Wir haben über 5000 Lernende dort ohne Anmeldung alleine im ersten Monat jetzt dieses neuen Kurses gehabt. Man sieht einfach, es ist niedrigschwelliger, was zu bestimmten Themen, zu bestimmten Lernzielen gegebenenfalls auch ganz gut passen könnte. Insgesamt sind wir sehr stolz darauf, dass der KI-Campus nach 1,5 Jahren Forschungs- und Entwicklungsprojekt schon mittendrin ist in der Umsetzung. Wir haben inzwischen fast jedes Bundesland in Deutschland abgedeckt an Partnern, die entweder mit uns gemeinsam KI-Campus Originale als neue Lernangebote entwickeln oder Akteuren, die im Rahmen von unserem Lehrfellowship KI-Campus Originale in die Lehre bringen. Am Ende des Tages, und das ist auch wichtig dafür, wenn Sie ein Lernangebot gemeinsam mit uns entwickeln wollen, ist es ja entscheidend, dass wir nicht nur innovative Lernangebote entwickeln, die dann auf einer Plattform zur Verfügung stehen, sondern dass diese auch von Lernenden genutzt werden. Von Lernenden, die idealerweise sich nicht nur in der eigenen Institution befinden, sondern die diese frei verfügbaren Bildungsangebote tatsächlich auch bundesweit und darüber hinaus nutzen können und wollen. Das ist vielleicht der letzte Stichpunkt darüber hinaus. Wir entwickeln Lernangebote schwerpunktmäßig deutschsprachig, sind von Anfang an aber auch eine europäische Perspektive mit eingegangen. Der KI-Campus ist in Teilen auch englischsprachig verfügbar. Das Land Luxemburg ist schon eine Partnerschaft mit uns eingegangen. Und auch für die zukünftige Entwicklung ist diese Zweisprachigkeit zumindest eine Perspektive, die wir weiter angehen wollen. Ja, und heute geht es darum, wie Sie und wir gemeinsam diese Landkarte weiter füllen können. Nicht nur regional, sondern auch inhaltlich. Und ich freue mich sehr, wenn Mike Berndt das, was wir uns hierfür vorgenommen haben, im Folgenden etwas weiter vorstellt. Ja, super. Herzlichen Dank, Florian. Ja, lass doch, es sind ja nur 3 Slides, glaube ich, von meiner Seite. Genau, ja.
Ja, also Florian hat es gesagt, wir sind natürlich schon super gespannt jetzt im Wettbewerb, dass wir diese Landkarte weiter befüllen können, dass wir den nächsten Schritt gehen, dass wir weitere Kollaborationspartner haben, die Community des KI-Campus sozusagen zunehmend erweitern können und sind da super gespannt, was wir da eingereicht bekommen. Jetzt grundsätzlich mal zum Wettbewerb. Ganz wichtig hierzu all die Informationen, die ich jetzt teile, also der allgemeine Überblick, Inhalte und auch, wie wir das bewerten werden. Die verschiedenen Konzepte finden sich auch alles in dieser Form in der Ausschreibung, in verschiedenen Overviews. Und wie gesagt, also sollte es dazu auch im Nachgang noch Fragen geben, gerne immer an mich. Sie sehen jetzt, zu welchen Teilen Themen wird gefördert. Während der erste Wettbewerb noch komplett offen gestaltet war, haben wir jetzt sozusagen verschiedene Fokussierungen vorgenommen. Wir haben das zum einen in zwei Themenkomplexe aufgeteilt. Zunächst mal in Themenkomplex 1 geht es um grundlegende Konzepte und Methoden der Taxonomiefolgen im Bereich Data Literacy, Data Science und KI sozusagen. Also da sind wir nach wie vor relativ offen. Da haben wir auch das Portfolio mit Data Science und Data Literacy erweitert, um sozusagen den Pfad zur KI selbst mitgestalten zu können. In Themenkomplex 2 geht es dann tatsächlich um verschiedene Bereiche, die wir identifiziert haben, in denen wir das Curriculum des KI-Campus weiter entwickeln und ausarbeiten wollen. Zu diesen Feldern gehören Medizin, Schule, da hat Florian ja schon einiges dazu erzählt, und dann eben auch Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist wiederum auch ein Aspekt, den wir weiter gedacht haben. Also da fallen Sachen darunter, Mobilität, da geht es nicht nur um Fertigung, um Produktion und Produktion. Auch da ist es tatsächlich so, wenn Sie da konkrete Ideen und Fragen haben und Sie nicht sicher sind, passt das möglicherweise da rein oder nicht, dann gerne, können Sie sich gerne auch immer an mich wenden. Ja, welche Formate sind denkbar? Auch dazu hat Florian ja schon einiges gesagt. Dieser Micro-Content, das, was wir auch ganz gerne als Learning Nuggets bezeichnen, die es zum Teil ja schon auf dem KI-Campus in erster Linie auf dem Portal gibt, was eben diese Formate wie Podcasts und Videos umfasst, was da eben auch noch möglich ist. Man kann verschiedene Quizformate auch als Micro-Content konzipieren. Dazu nutzen wir ein Autorentool, das Sie möglicherweise alle kennen, oder diejenigen, die mit Moodle, Blackboard oder Elias arbeiten. Wir nutzen hierzu H5P. Also es bietet ja unter anderem die Möglichkeit, auch Quizze direkt in Videos beispielsweise zu implementieren oder auch ein Crossword zu machen oder auch einfach nur ein Slide-Overview. All das ist eben möglich in diesem Micro-Content-Bereich direkt auf dem KI-Campus-Portal darstellbar. Des Weiteren sind für uns natürlich auch wichtig, was Florian auch schon sagte, eben die Kurse, die tatsächlich im Selbststudium dann auf dem LMS absolviert werden können sollen. Also da handelt es sich um sogenannte Online-Kurse, dann eben auch mit höherem Outreach, dann MOOCs sozusagen. Gleichfalls ist es natürlich auch möglich und auch gern gesehen, wenn Sie Blended Learning Settings einreichen oder Skizzen zu diesen Settings. Das ist für uns eben auch super spannend. Da ist es ja dann beispielsweise auch denkbar, dass eben digitale Lernobjekte, also diese Learning Nuggets, die Sie dann gerne in diesen Settings verwenden möchten, dann wiederum auch in diesen Micro-Content-Bereich dann überführt werden können. Beim Blended Learning, vielleicht so als kleiner Tipp, ist es für uns natürlich auch spannend, wenn dazu so eine Art Teachers Guides oder Guidelines entwickelt werden können, weil das natürlich auch die Möglichkeit gibt, das Blended Learning Setting, das Sie sozusagen an Ihrer Hochschule oder an Ihrer Institution entwickeln wollen, dass das sozusagen dann auch übergreifend dann tatsächlich an anderen Hochschulen dann perspektivisch dann genutzt werden kann. Und auch zu Micro-Degrees hat Florian ja auch schon gesagt, also darunter verstehen wir dann tatsächlich Online-Kurse, also Kursbündel, die dann sozusagen zu einem Micro-Degree zusammengefasst werden können. Genau, wer kann sich bewerben? Im Prinzip
jeder, der die nötige oder jede, die die nötigen Expertise mitbringen und auch die Ideen und die Motivation, innovative Lernformate für beziehungsweise mit uns umzusetzen. Dazu gehören staatliche und private Hochschulen, aber auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Start-ups, freie Bildungsträger und so weiter und so fort. Genau. Was können Sie erhalten, wenn Sie im Rahmen des Wettbewerbs ausgewählt werden? Also zunächst einmal wahrscheinlich mit das Wichtigste, die Gewährung einer F&E-Projektförderung durch das BMBF. Also Sie sehen, Kernbestandteil ist hier eben auch das Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Das beantwortet dann vielleicht auch schon die Frage, die bereits häufiger an mich herangetragen wurde, ob es zwangsläufig notwendig ist, Forschungsfragen zu formulieren. Das ist eben in dieser Forschungs- und Entwicklungsprojektförderung inhärent. Genau, des Weiteren freuen wir uns natürlich auch über einen engen Austausch im Rahmen der Lernangebotsentwicklung. Hierzu haben wir ein Key Account Management entwickelt, das Sie bei der Lernangebotserstellung im Bereich Didaktik, aber auch im Bereich Qualitätssicherung begleiten möchte. Und des Weiteren ist natürlich auch zu jeder Zeit die Unterstützung von Seiten des KI Campus gegeben, wenn es um die technische Umsetzung in die Infrastruktur, in das Ökosystem des KI Campus, der Lernplattform geht. Genau, wie lange ist der Förderzeitraum? Der Förderzeitraum beträgt insgesamt 6 bis 8 Monate. Also wenn das schnell geht mit der Auswahl, mit dem formalen Antrag und dann letztendlich auch mit der Zuwendung, mit dem Zuwendungsbescheid, kann dann Juli 2021 gestartet werden bis maximal 15. Februar 2022. Genau, Florian, jetzt gerne. Ja, ganz herzlichen Dank, Mike. Ich würde mal kurz auf 2 Fragen eingehen. Ja. Vielleicht erstens zum Förderzeitraum. Das liegt schlicht und einfach daran, dass eben die Mittel, die wir hier zusätzlich zur Verfügung gestellt bekommen haben, für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung stehen. Das hätten wir uns natürlich auch gerne länger gewünscht, aber das bedeutet für Sie, dass A, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, also der Wettbewerb nicht ganz so groß ist wie das letzte Mal. In der ersten Runde haben wir 13 Projekte aus 137 Bewerbungen ausgewählt. Wir gehen davon aus, dass das jetzt, also diese Förderlaufzeit gilt natürlich nur denen, die wirklich motiviert sind und auch in dieser Geschwindigkeit das Umsetzen nicht nur wollen, sondern können. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis an alle unter Ihnen, die einen Antrag planen. Die personellen Ressourcen sollten bei Ihnen schon vorhanden sein. Also es ist ziemlich unrealistisch, dass Sie quasi im Juni durch den Projektträger eine Bewilligung bekommen und dann erst noch das Projektpersonal suchen. Das muss man einfach ganz pragmatisch sehen. Es macht insbesondere Sinn für Sie, wenn Sie A, ein Projektteam haben, wo man zum Beispiel eine Zwischenfinanzierung gut machen kann, oder B, Dienstleisterinnen und Dienstleister, die Sie natürlich auch mit einbinden könnten über Auftragsvergaben für einen bestimmten Zeitraum innerhalb der Projektphase. So, jetzt hatte ich aber noch nicht auf die konkreten Fragen geantwortet. Die erste Frage war eine Frage zur Finanzierung. Genau, also es sind grundsätzlich alle klassischen F&E-Kosten förderfähig, Personalkosten, Sachkosten, Reisekosten, Sachkosten auch inklusive Dienstleistungsvergaben. Das ist ganz wichtig für uns, da hatten wir teilweise Irritationen im ersten Wettbewerb. Unterscheiden Sie bitte klar, ob Sie einen Konsortialpartner haben, also zum Beispiel 2 Hochschulen oder eine Hochschule oder ein Unternehmen gemeinsam beantragen, dann sind das nämlich aus Sicht des Projektträgers 2 Teilprojekte, die auch entsprechend beantragt und bewilligt werden müssen. Oder ob Sie einen Unterauftrag vergeben, das heißt, es gibt zum Beispiel eine Universität, die den Antrag stellt, einreicht, bewilligt bekommt und dann einen Unterauftrag vergibt im Sinne einer Dienstleistung. Das ist einfach wichtig zu unterscheiden. Tatsächlich ist es im Interesse des BMBF und des Projektträgers, wenn die Projektvorhaben nicht aus zu großen Konsortien bestehen, weil das einfach alles prüfungsrechtlich für sich stehende Teilprojekte sind.
Es gibt je nach Form Ihrer Einrichtung, ich glaube, da gibt es auch nochmal eine Unterscheidung zwischen privater und staatlicher Hochschule, eben auch diese typische Projektpauschale, die man dann obendrauf schlagen kann. Danach wurde ja auch gefragt. Ansonsten gibt es natürlich auch dann, wenn Sie aufgefordert werden zur Antragseinreichung, haben Sie auch die Möglichkeit, es sind dann nur wenige Projekte, die gefördert werden. Wir planen mit etwa 10. Die erhalten auch direkt eine Beratung natürlich durch den Projektträger. Aber rechnen Sie Ihre Kosten für die Antragsskizze mit der Projektpauschale, die Sie klassischerweise für F&E-Projekte des Bundes kalkulieren. So, dann schauen wir mal. Da Lizenzbedingungen. Ja, die Lizenzbedingungen können wir sehr gerne teilen. Da müsste ich noch schauen, gerne auch an Mike Bernd schreiben, ob es jetzt hier auch um Technologien geht. Ansonsten die Lizenzbedingungen für unsere Inhalte, die sind sehr, sehr klar. CC BY-SA 4.0. 4.0 ist einfach nur die aktuelle Version dieser Lizenz. Es ist eine Lizenz, die eine Angabe erfordert der ursprünglichen Autorin, des ursprünglichen Autors des Inhalts und die eine Weiterteilen unter der gleichen Lizenzbedingung erfolgt. Das heißt, wenn ich jetzt etwas nachnutzen würde, das geht bis hin dazu, dass zum Beispiel schon die GIZ einen Online-Kurs von uns kopiert hat, das darf sie. Am liebsten ist es uns, wenn sie uns das auch noch sagt, aber sie dürfte es auch ohne uns das zu sagen. Sie darf aber die Lizenz nicht verändern, sondern auch sie muss dann diese Lizenz weiterverwenden. Das ist für uns wichtig, weil wir eben damit so ein bisschen auch Vorreiter im Bereich OER sein wollen. Das Förderbudget pro Projekt. Das Förderbudget pro Projekt sollen wir in Abstimmung mit dem Mittelgeber nicht nennen, weil die Erfahrung dann ist, dass im Regelfall die Anträge bis auf 50 Cent an dieses Förderbudget herangetragen werden. Kalkulieren Sie nach bestem Wissen und Gewissen die Kosten, die bei Ihnen entstehen. Und das sind eben sowohl Personalkosten für diese Projektlaufzeit, das muss jetzt nicht nur eine Stelle sein, sondern wenn Sie zum Beispiel tatsächlich sich zutrauen, in 8 Monaten einen Online-Kurs basierend auf Materialien, die Sie vielleicht schon haben, aufzusetzen, dann können Sie hier schon auch selbstbewusst die Personalkosten, die für so etwas anfallen, kalkulieren. Es sind eben auch Dienstleistungsaufträge möglich, da gibt es bestimmte Schwellenwerte. Ich glaube, ein Dienstleistungsauftrag, Mike, korrigiere mich, über 30.000 Euro innerhalb Ihres Projekts ist relativ unrealistisch, weil dann müssten Sie neue Ausschreibungsbedingungen erfüllen. Also da würde ich mich an den maximal möglichen Schwellenwerten orientieren, dass das auch realistisch ausschreibbar ist im Rahmen eines solchen Projektes. Genau. Grob würde ich sagen, mittlere zweistellige, also fünfstellig ist auf jeden Fall möglich und dann hängt es von der Komplexität Ihres Projekts ab. Es muss das Geld aber in diesen maximal 8 Monaten ausgegeben sein. Das war auch besonders wichtig dem BMBF, dass wir darauf hinweisen. Genau, es war noch eine Frage, wie detailliert soll die Forschungsfrage im Antrag präsentiert werden? Ja, also wir verlangen ja recht viel an Inhalten der Fokus ist ganz klar auf die Entwicklung und Umsetzung des Lernangebots. Also das kann man kurz halten, bitte da kein komplexes Forschungsdesign oder dergleichen aufsetzen, sondern tatsächlich mit 2 oder 3 Forschungsfragen, die man stellt und dann einen möglichen weiteren Satz, wie man das die Forschungsfrage möglicherweise dann beantworten kann, sei es jetzt über Learning Analytics, über die Erhebung und Auswertung von Feedbackbögen oder dergleichen, aber das muss nicht zu sehr ins Detail gehen. Also genau. Wirklich den Fokus tatsächlich auf die Inhaltserstellung. Genau, Sie sehen das hier nochmal, was uns wirklich wichtig ist, was wir neu aufgenommen haben in dieser Runde, ist auch eine Kurzvorstellung des Teams. Es war oft der Fall, dass entweder eine fachliche Exzellenz vorherrschte oder eine didaktische Exzellenz. Wir wünschen uns natürlich Partner, Projekte, die beides aufbringen. Also, dass sie eine ausgewiesene fachliche Expertise haben, aber auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie ein solches innovatives Lernangebot planen. Das ist kein Zuckerschlecken, das ist herausfordernd. Es macht aber auch unglaublich viel Spaß. Und wir freuen uns darüber, wenn Sie sich eben damit aber auch schon auseinandersetzen mit den Herausforderungen. Ein Punkt zu den Lizenzvorgaben, da kam jetzt noch mal ein Kommentar, das ist ein Argument nicht einzureichen. Das finden wir natürlich schade, wenn das ein Hinderungsgrund ist.
aber dann ist dem eben so. Wir haben diese klaren Lizenzvorgaben und die, davon werden wir auch nicht abrücken. Übrigens sind wir auch sehr stolz darauf, dass auch im großen Bund-Länder-Förderprogramm mit 133 Millionen Euro des Bundes zu KI in der Hochschulbildung die offene Lizenzierung und die Interoperabilität als Fördervoraussetzungen mit Bestandteil geworden sind. Das ist eine Entwicklung, die wir sehr aktiv schon seit Jahren auch im Stifterverband mit vorantreiben. Und wir hoffen einfach, dass wir hier Inhalte, Lernangebote gemeinsam mit Ihnen Kompetenzen sichtbar machen, die eben möglichst vielen zur Verfügung stehen und sichtbar werden. Genau, ansonsten glaube ich, dass das meiste hier an Punkten tatsächlich selbsterklärend ist. Vielleicht noch, um einmal herauszugreifen, weil das ja sozusagen das Herzstück, der Kern der Skizze ist, eben die Projektidee hinsichtlich der inhaltlichen und didaktischen Entwicklung des Grobkonzepts. Was uns hier natürlich wichtig ist, sind eben beispielsweise solche Dinge wie grundlegende Lernziele, dass das eben auch einer Lernzieltaxonomie folgt, die Skizzierung im Hinblick auf das konkrete Format, also dass das ein bisschen, differenziert wird oder eben gegebenenfalls das konkrete Setting, wenn es sich um ein Blended Learning Format handelt. Was für uns natürlich auch spannend ist, wenn Sie sich dann zunächst einmal die KI Campus Originale, also die Lernangebote anschauen, die es bei uns bereits gibt, beziehungsweise die angekündigt sind, die bald kommen werden, und sich da überlegen, gibt es da möglicherweise Anknüpfungspunkte an Inhalte, an Settings, an Formate, die wir schon haben, sodass es tatsächlich eine Erweiterung des Curriculums darstellt. Und dann natürlich, was Florian eben auch schon meinte, konkrete Szenarien, die sich daraus ergeben, wie Sie konkret die Lernangebote in Ihre Curricula einbetten möchten. Genau, zum Forschungsfragen haben wir ja alles schon gesagt. Genau, jetzt vielleicht noch kurz zu den Auswahlkriterien, bevor wir dann in die Fragerunde starten. Diese Auswahlkriterien, diese 10, die Sie jetzt hier sehen, das ist auch was wir 1:1 in den Begutachtungsprozess übernehmen werden. Also es wird eine unabhängige Jury benannt, die sich tatsächlich dann alle Lernideenskizzen anschauen werden und basierend auf diesen einzelnen Aspekten, die Sie hier sehen, dann die Begutachtung und die Auswahl vornehmen werden. Also ein zentraler Aspekt ist natürlich die Qualität und Relevanz des Lernangebots, des Lerninhalts in Bezug auf die einzelnen Themenkomplexe und bereichsspezifischen Anwendungen. Ein weiterer Aspekt ist die fachliche Expertise. Dann eben auch, was wir ja schon inhaltsseitig gesehen haben, das didaktische Konzept, inklusive dann tatsächlich auch da schon mitgedacht, wie das LMS beziehungsweise das Portal aussieht, was wir gerade kurz vorgestellt haben. Anwendungsbezug, hierzu vielleicht den Aspekt des Real-World-Problems, also dass man tatsächlich in Bezug auf konkrete Fallbeispiele und Use-Cases das Ganze entwickelt und da auch Kompetenzorientierung, sich da möglicherweise dann im Hinblick auf die Lernzieltaxonomie auch überlegt, wie komme ich da in höhere Sphären, komme dann tatsächlich mit dem Lernangebot dann möglicherweise über den Verstehensprozess hinaus kreieren und zum Schaffen. Also dass das den Lernenden, den Studierenden möglich ist. Mike, eine kurze Ergänzung, weil das perfekt passt. Die Frage gerade, besteht die Möglichkeit, dass Versuche zum Selbermachen mit integriert werden? Yeah. Ja, bitte. Bitte, ja. Genau darum geht es. Es ist die größte Kunst vermutlich, gerade auch im akademischen Kontext, ist ja tatsächlich eine solide Lernzielformulierung, Kompetenzorientierung im Sinne von Akkreditierungsrichtlinien vorzunehmen, aber das Ganze nicht nur auf dem Papier zu machen, sondern tatsächlich zum Beispiel Challenge-Based Learning als einen Ansatz zu verfolgen, wirklich kleinere Projektaufgaben, Konzeptentwicklungen im Sinne einer kompetenzorientierten Herangehensweise und auch Lernzielüberprüfung vorzunehmen. Und das soll natürlich gerne auch in Verbindung eben dann, dass man sich zum Beispiel den kleinen Versuch auch zu Hause aufbaut, verbunden sein. Also da sind wir über alle kreativen Ideen sehr, sehr gespannt und erfreut.
Das ist eine der großen Aufgaben. Wir hatten vor 2 Wochen erst einen Workshop für unsere derzeitigen Lernangebotserstellenden mit einem Professor der Universität Mannheim, der zum Thema Challenge-Based Learning einen Input gegeben hat. Also ja, machen Sie es anwendungsorientiert, ohne dabei die inhaltliche Qualität zu vergessen, die absolut notwendig ist. Genau. Ich glaube, Punkt 5 ist relativ selbsterklärend. Es sollte natürlich Ihre Ideenskizze zu den einzelnen Themen, Komplexen bzw. Bereichen passen. Angemessene Umsetzbarkeit des skizzierten methodischen Vorgehens. Also das, was Sie skizzieren, sollte natürlich auch in der Förderlaufzeit umsetzbar sein. Der Finanzplan sollte angemessen sein. Was für uns natürlich auch spannend ist, ist, wie viele Lernenden Sie mit diesem Lernangebot erreichen wollen. Ist das jetzt nur, sind das nur die Studierenden Ihrer eigenen Hochschule? Ist das möglicherweise ein Kooperationsprojekten übergreifendes Szenario? Oder ist das im Falle eines Online-Kurses dann möglicherweise halt, dass der massive gehen soll, halt mit einem hohen Outreach und wo die Zahlen dann auch durchaus in den 4- beziehungsweise 5-stelligen Bereich gehen können oder sollen? Genau, was für uns eben auch wichtig ist, ist die Kooperationsorientierung. Es geht darum, gemeinsam Dinge zu entwickeln, weiterzuentwickeln in einem übergreifenden Setting, im Idealfall mit Tools und Features, die eben interoperabel sind. Ich hatte da H5P genannt, da wird noch was mit Jupyter Notebooks, wird noch ein weiteres wichtiges Tool an das KI Campus Ökosystem angedockt werden, was auch zu einer weiteren Interoperabilität beitragen soll. Und ich glaube auch zur Offenheit des geplanten Lerninhalts in Bezug auf OER und CC-Lizenzierung hat Florian schon genug gesagt. Genau, das war es soweit von mir. Ich glaube, zu 3 Kriterien würde ich gerne kurz noch etwas betonen, basierend auf der ersten Jury-Auswahl. Passung zum bestehenden Angebot. In der ersten Runde konnte natürlich niemand wissen, was eigentlich auf dem KI-Campus kommt, weil wir hatten ja erst den Wettbewerb, das DFKI hat erst losgelegt mit seinen eigenen Kursen. Es ist wichtig, dass Sie sich den KI-Campus anschauen. Auf dem KI-Campus gibt es Informationen zu allen geplanten Inhalten und Formaten, die derzeit geplant sind, mit mindestens einer groben Beschreibung des jeweiligen Lernangebots. Wenn Sie dazu dann vertiefende Rückfragen haben, stellen Sie den gerne an Herrn Bernd. Er wird das im Zweifelsfall dann auch gerne weiterleiten an die fachlichen Partner. Also Passung heißt eben auch wirklich mal gucken, was gibt es denn eigentlich schon und braucht man vielleicht nicht mehr, was könnte gut dazu passen. Das zweite ist die Anzahl der Lernenden, die erreicht werden sollen. Also es sollten schon mehr als ein Seminar sein. Wir würden uns wünschen, dass Sie also gegebenenfalls eben auch Modelle entwickeln, wo man zum Beispiel im eigenen Seminar im Wintersemester mit 20 Studierenden begleitend auch einen Kurs weiterentwickeln kann. Da hatten wir schon mehrere Konzepte, mit denen auch Leute an uns herangetreten sind. Dass Sie sich aber überlegen, wie kann man zum Beispiel einen Blended-Kurs machen, der nicht skalierbar ist und gleichzeitig ein Online-Angebot entwickeln, das reduziert, aber skalierbar verfügbar ist. Diese Ansätze, diese Kombinationen sind für uns besonders spannend. Eine Vertiefung im Präsenzkontext, hoffentlich auch wieder im Wintersemester. Ich sage immer, Blended Learning is the better online learning. Da ist uns absolut klar, dass nicht alles skalierbar ist. Denken Sie das aber immer in einer Verknüpfung mit den Ressourcen, die Sie eben auch losgelöst von der Präsenzbetreuung online verfügbar machen können. Genau. Und der letzte Punkt, die Kooperationsorientierung. Kooperationsorientierung muss nicht nur über die eigene Institution hinausgehen. Wir haben besonders gute Anträge auch gesehen im letzten Jahr, wo zum Beispiel auch ein Lehrstuhl mit einem anderen kooperiert hat. Der eine pädagogische Expertise hat, der andere im Bereich Data Science gut ist. Also überlegen Sie sich auch solche Ansätze, die zum Beispiel auch die Projektkomplexität nicht signifikant erhöhen, weil man sich nur Institutionen intern abstimmen muss, aber man gegebenenfalls Expertise bündeln kann, um gemeinsam eine bessere Kompetenzvermittlung zu erreichen. Aber jetzt vielleicht dann doch nochmal zum Anzahl der Lernenden, weil dazu hatte ich ja auch im Vorfeld schon was gesagt. Wenn Sie natürlich eine spannende Ideenskizze haben im Kontext Ihres Seminars, soll das bitte kein Ausschlusskriterium sein, weil es gibt Möglichkeiten, dies natürlich
ja, in Anführungszeichen zu transzendieren, beispielsweise mit solche Materialien wie Handreichungen, wie Teachers Guidelines, wie grundlegenden Lehrerhandbüchern, die es eben ermöglichen, dieses Blended Learning Setting auf andere Blended Learning Settings an anderen Hochschulen oder Bildungsinstitutionen zu übertragen. Also auch das ist ein total spannendes Szenario für uns, weil dazu lassen sich ja dann beispielsweise auch sehr gut Workshops und dergleichen organisieren, wie diese Learning Nuggets, die dann im Kontext des Blended Learnings dann verwendet werden sollen, wie das konkret dann eingesetzt werden kann. Gut, ich würde jetzt mal das Bildschirmteilen beenden. Ich nehme an, es war einigermaßen interessant, weil immer noch 42 von 44 Personen mit drin sind. Wie gesagt, Mike Berndt hat schon angeboten, er steht natürlich zur Verfügung bis zur Antragseinreichung, wenn Sie denn eine Ideenskizze einreichen. Wir freuen uns da über viele spannende Ideen. Ein Punkt da, der auch schon an uns herangetragen wurde, selbstverständlich können Sie das auch in Verknüpfung mit Ideen, die Sie gegebenenfalls gerade entwickeln, für das Bund-Länder-Programm denken. Also es ist eine Säule des großen Bund-Länder-Programms zu KI in der Hochschulbildung, sind ja auch KI-Kompetenzen. Wenn man da zum Beispiel einen kleinen, schlanken Start etwas vorbereiten kann im Rahmen des KI-Campus und sollte man gefördert werden im Bund-Länder-Programm, dann darauf aufbauen kann, dann ist das nur in unserem Interesse, im Interesse des Bundes, wenn quasi hier auch Synergieeffekte geschaffen werden. Gibt es weitere Rückfragen, Anmerkungen aus dieser Runde? Mein Chat. Es ist immer einfacher, hier eine Frage zu stellen, dann muss Herr Berndt sie nicht 20 Mal einzeln beantworten. Deswegen nutzen Sie diese Chance gerne. Ja, Mike, wenn dem nicht so ist, vielleicht, ja, jetzt bitte. Ja, jetzt kommen noch, ja. Ah ja, entschuldigen Sie, genau, die Frage kam vorhin schon, Möglichkeiten, eine Projektskizze einzusehen. Das ist eine gute Frage. Ja. Das können wir mal schauen, ob wir einen Wettbewerbsgewinner mal fragen können. Ja. Ich denke, eine zentrale Botschaft ist, formulieren Sie es so klar und verständlich wie möglich. Es geht hier nicht um möglichst schöne Prosa, sondern es geht um eine Klarheit in der Idee. Also die Jury besetzt sich zur Hälfte aus Personen, die eine Expertise im Bereich der digitalen Bildung und der Didaktik haben und zur Hälfte aus Personen, die eine Expertise haben im Bereich KI, also die zum Beispiel auch schon Lernangebote bei uns verfügbar machen. Diese müssen das Gefühl haben, dass sie eine sehr konkrete, realistische Idee davon haben, was sie gerne gemeinsam mit dem KI-Campus machen wollen. Also da ist manchmal eine kurze, knappe, aber knackige Formulierung besser als das, was wir alle aus unseren wissenschaftlichen Aufsätzen kennen. Endlos Sätze, die noch 10.000 Quellen mit beinhalten. Es ist gut und wichtig, wenn Sie uns auch durch Quellenangaben zum Beispiel Ihre fachliche Expertise mit darstellen. Das hilft. Aber wichtig sind klare Botschaften. Das Ganze ist nicht ein akademisches Peer-Review-Verfahren, sondern wir wollen, die Jury will überzeugt werden davon, dass sie wissen, was sie gerne mit dem KI-Campus machen wollen. Genau, die Jury-Sitzung, ja stimmt, die Frage kam auch noch. Wir haben einen sehr ambitionierten Zeitplan, um den Wettbewerb überhaupt noch durchführen zu können. Vielleicht hier auch nur kurz zum Hintergrund. Das war nicht unsere Absicht. Aber der Finanzausschuss des Bundestags hat die Mittel über mehr als 2 Monate leider blockiert. Das galt auch für das Bund-Länder-Programm. Wir wollten eigentlich Anfang Januar ausschreiben. Wir werden deswegen in nur einer Woche alle Skizzen prüfen, eine Shortlist erstellen, eine Jury-Sitzung mit dieser Shortlist machen und am 16. bereits eine Woche nach Antragsfrist diese Jury-Sitzung mit 10 Jurymitgliedern haben, die dann an einem Nachmittag eine Entscheidung treffen werden. Und in der Woche drauf können wir Ihnen dann auch schon das Ergebnis mitteilen. Sie müssen Gas geben, wir geben auch Gas. Das ist doch nicht schlecht.
Genau, da hatten wir jetzt noch eine Frage im Chat, wer soll die Ansprechperson wie soll die gelistet werden? Ja, also da ist immer wichtig, die direkte Ansprechperson dann im Projekt. Das wäre dann auch die Person, wenn sie dann ausgewählt werden würden, mit denen wir dann mehr oder weniger auch immer im Austausch wären im Rahmen unseres Key Account Managements. Ja, absolut. Das ist vielleicht nochmal wichtig, einfach um das klarzustellen. Deswegen auch die Geschwindigkeit. Am Montag nach der Sitzung, also das ist der quasi, wir treffen die Entscheidung am 16. Ab dem 19. April schickt der Projektträger die Aufforderung zur Antragseinreichung raus. Wir haben das ja auch skizziert in der Ausschreibung. Es ist dann eine Frist von etwa 3 Wochen, um diesen Formalantrag zu stellen. Da kann man dann als Anhang natürlich das einreichen, was schon die Jury fachlich, inhaltlich begutachtet hat. Und dann muss man eben noch das eine oder andere formale Kriterium erfüllen, das Sie sicherlich alle kennen aus den klassischen F&E-Antragsstellungen. Genau, da wird dann natürlich auch eine fachliche Ansprechperson beim Projektträger jeweils für Sie zur Verfügung stehen. Gut, ich sehe, die Ersten bedanken sich schon für die Infos. Dann würde ich sagen, wir müssen es ja nicht unnötig überziehen. Wir freuen uns sehr, dass jetzt wieder über 40 Personen hier dabei waren. Melden Sie sich gerne bei Rückfragen. Gucken Sie sich gerne den KI-Campus auch einfach so mal an. Und wir freuen uns sehr, wenn wir die eine oder den anderen von Ihnen als Mitstreiter, als Mitstreiterin gewinnen können, um gemeinsam KI-Kompetenzen zu stärken. Einen schönen Abend noch. Schönen Abend. Thank you.